Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Kategorie bei uns, genannt End the Trash. Also wir werden uns hier mit, wie der Name schon sagt, Trash-Filmen, billigen Filmen und auch älteren Filmen, zum Beispiel auch schlecht gealterten Filmen beschäftigen. Und da rege mich etwas hochladen. Wir haben da ein paar andere Kriterien gewählt als normalerweise bei Filmreviews üblich wäre in unserer Sicht, da das halt dann doch ein bisschen andere Herangehensweise bedarf. Und unser erster Film war. Es war der Unsichtbare von einer Romanverfilmung von A.G. Wells. Ich habe jetzt schnell den Regisseur nicht auf die Schnelle. Er ist von 1933. Das sieht man aber in dem Film nicht so deutlich. Okay, Digital Remaster, bla, aber Ja, aber trotzdem, also die dafür Übersetzung. sah der echt gut aus. Ist natürlich ein Schwarz-Weiß-Film. Ja, geht ja nicht Ja. anders. Und handelt von einem Menschen, einem Chemiker, der sich mit einem Trank unsichtbar macht und Die ganze Zeit selbst unter Drogen ja, sitzt. da sind halt Drogen mit im Spiel, Ja. also nehmt Drogen, wenn ihr unsichtbar werden wollt. Ja, ja, und durch diese Drogen kommt er in einen Wahn, wo er viele Leute umbringt. Und daher als Gefahr angesehen Ja, wird. also erst hat er versucht, er noch irgendwie ein Gegenmittel zu bekommen, aber dann kriegt er, Dreht er langsam am Radzahn genau, nochmal. will er eine Macht natürlich durch seine speziellen neuen Fähigkeiten und Sieht sich als Krone der Schöpfung, meint, niemand ist ihm gewachsen. Verarscht auch alle permanent, was durchaus ziemlich, ziemlich witzig ja, es ist dabei wirklich sehr herüberkam. unterhaltsam und ja. Genau. Jetzt sind wir gerade beide ein bisschen Ja, stumm. ich überlege gerade noch irgendwie. Ich kann ja mal kurz erwähnen, der Unsichtbare wurde übrigens auch in, also er heißt übrigens Jack Griffin. Jack Griffin, ja. Genau, Jack Griffin wurde auch in die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen gezeigt. Das war halt dieser Herr, dieser unsichtbare Herr. Und dort Er wurde kam er ein gezeigt, bisschen. ist gut. Ja, gut. Und da war dann halt nicht ganz so gewalttätig, aber eigentlich genauso lustig. Also ihr habt da schon ein relativ genaues Bild, wie ihr euch den ungefähr vorstellt. Ist halt bloß ein bisschen retromäßiger. Jetzt habe ich gefunden, er ist vom Regisseur James Whale. Der sagt mir sogar was, ich weiß bloß nicht Ja, woher. das hast du vorhin schon mal gelesen, den Namen. Nee, ich habe die Hülle nicht Der gelesen. war vorhin im Weil ich denke, ich Intro. achte darauf auf Du das hast den Intro. Namen laut vorgelesen. Bei der Ach, Whale! Ach Whale. so, weil er wie ein Ja. Wal Ja. heißt. Stimmt. Ja. Daran könnte es liegen, ja. Aber es ist wirklich richtig gut gemacht. Das. Man sieht an manchen Stellen, dass halt wirklich den Kopf rausgeschnitten haben, deswegen fehlt mal ein Hemdkragen oder so. Aber ansonsten kann man wirklich nicht meckern, wie gesagt, vor allem wenn man denkt, aus welcher Zeit dieser Film Ja. stammt. Die Übergänge sind auch fließend, also meistens fließend. Genau. Man hat teilweise noch diese Theateratmosphäre, dass wirklich von einem Punkt aus gedreht und dann rangezoomt wurde. Bis auf die Wohnung des Des Partners, des Professor. Professors mit seiner Tochter, mit der Ja. der Griffin liiert ist. Die Tochter ist seine Geliebte, seine Freundin, sage ich mal. Und dadurch wird er ein wenig vernünftig, aber trotzdem werden die Drogen dann die Übermacht bekommen am Ende. Hat er noch mal einen Moment, wo er wirklich nur auf sie fixiert ist, Ja. dann und dann stirbt er aber auch schon wenig später. Ja. Aber durchaus sehenswert, dieser Film. Genau. Wir können jetzt erstmal so auf die einzelnen Darsteller kurz eingehen, würde ich sagen. Wir haben jetzt natürlich gerade keine Namen, außer den Also vorne drauf standen, glaube ich, die beiden Hauptdarsteller. Gloria Stewart ist natürlich klar, das ist die Flora. Flora, you know. Genau, und jetzt habe ich gerade den anderen Namen nicht gelesen. Claude Claude. Rains dürfte dann Griffin sein. Ja, dann habe ich hier noch Harry, William Harrigan, das oder Dudley Digges. Na gut, hier sind viele Namen drauf. Alles klar, ist ja auch nicht ganz so wild. Genau, also ich muss mal sagen, abgesehen von zwei Figuren, nämlich einem Schankwirt und seiner Frau, die unterstes Laienspielniveau betrieben haben mit übertriebenen Heulgesten und oh nein, du musst hier sofort weg. Also die deutsche Synchronisation kann es, glaube ich, nicht viel schlechter machen, als die Originalstimmen waren. Was aber sehr lustig war, man hatte die Stimmen von Homer Simpson, Dumbledore und ich habe schon wieder den Namen vergessen, das Mr. Hausbock, Garrison. Mr. Garrison aus Hausbock. Das war schon wieder sehr unterhaltsam. Dann ist es immer schön, wenn man Synchronsprecher erkennen kann. Meistens ist es nicht so schön, weil man sich dann die ganze Zeit die
Figuren vorstellt, wie ich erst gedacht Hm. habe. Ich kenne das zu Genüge und ich erkenne ja noch viel mehr Leute als du. Aber wenn ich nur Homer Simpson im Mutter sehe. Na gut, also Schauspieler Also, man groß. muss sagen, dafür, dass man bei dem Herrn Wayne die Mimik ja nicht gesehen hat, weil, Sag bloß. wie auch, hat das aber trotzdem sehr, sehr schön gemacht mit den Gesten. Er hat halt versucht, mehr langsam zu agieren, weil er halt so denken musste, naja, ich sehe ja eigentlich nicht so wirklich, was hier ist. Hier ist eine Bandage, ich habe eine dunkle Brille auf, dann funktioniert das alles nicht so ganz. Und hat dann auch sehr, sehr lustig rumgehampelt, als er nur noch ein hüpfendes Hemd und eine hüpfende Hose war, was Ja, beides vorkam. das war sehr witzig. Aber er hatte keinen Schlüpfer an. Das fand ich Stimmt. sehr sexuell anspielend. Und dafür, dass der Film ab 16 ist, muss das nicht sein, dass mir ein Mann Ja. untenrum ohne Bekleidung ist. Ja, aber ich meine, jetzt stell dir mal vor, jemand hätte plötzlich geschrien: Oh mein Gott, ich hatte einen Penis im Gesicht. Das ist leider nicht passiert. Ja. Da hat er sich doch zusammengerissen. Also, man muss mal kurz erwähnen: Im Film ist es Winter und er läuft permanent nackt rum. Also das ist schon wirklich eine Also, der Typ ist Schauspielerkulisse. hart im Leben, ja, Ja. muss man nicht mal lassen. Junge Frau ist halt, naja, Junge Frau, genau. ja. Sie macht ihre Sache gut, aber die Rolle ist jetzt natürlich nicht hervorragend ausgearbeitet. Das ist aber, glaube ich, dem Roman Ja, zugrunde und die liegt. kommt halt nicht so oft. Ist halt ein kurzer Film, relativ kurzer Film mit 68 Minuten. Ja. Da hat sie halt relativ wenig Rolle, aber halt dafür eine sehr wichtige. Die beiden Professoren fand ich sehr gut getroffen, die halt so ein bisschen noch versucht haben, ihn wieder zur Vernunft zu bringen, ein bisschen zu zügeln, was natürlich überhaupt nicht Und funktioniert hat. man hat doch den älteren, also den Chefprofessor, sage ich mal, dass er nur auf die Chemie auf die Wissenschaft aus war, dass er einfach wissen wollte, ob das funktioniert mit dem, dass sie ihn Genau. wieder zurück Während er verwandeln. seinen Mitschüler mehr Panik geschoben hat, weil er halt auch die ganze Zeit mit ihm zusammenarbeiten sollte, auf Griffins Wunsch hin. Naja, Wunsch auf seinen Befehl, ja. Ja, Ich wollte freundlich sein. ich würde sagen, dann sagen wir auch gleich mal Darsteller, was würden wir Ja, geben? so wäre unsere Also, Bewertung. wir haben uns wieder eine neue Kriterienliste erarbeitet. Ja. Darsteller ist davon die Ja, erste. also Darsteller, ich würde wirklich 9,5 geben, weil allein die Leistung vom Hauptdarsteller, vom Ja. Unsichtbaren, ist Ich unglaublich geb stark. eine 9. Gut. Die Story ist vom Roman her Ja, und. ein Roman aus den 30ern. Ich weiß nicht, wer ab und zu mal so. Das war, glaube ich, so ein Groschenheft. Der Stimmt. Unsichtbare. Also, wenn ich mich jetzt nicht täusche, war das halt so ein Abenteuerroman, so ein relativ kurzer, den halt vorwiegend junge Männer gelesen haben. Ja. Da kann man jetzt nicht so viel von erwarten. Die Grundidee war jetzt nicht schlecht. Ich würde jetzt sagen wir mal 7,5 Ja, geben. ich gebe schon eine 8. Ich finde, das ist wirklich eine geile Story, auch wenn es sehr kurz gehalten war. Ja, Das aber ich meine, da hätte war man früher so. ein, zwei Sachen halt noch machen können. Aber das ist halt einfach nur so Sicht. Darstellung bzw. Optik, wo natürlich auch die Musik, die in alten Filmen ja nicht ganz so viel vorkam, weil man natürlich Musik nur einspielen konnte, wenn auch ein Instrument im Raum war, fand ich wirklich gelungen. Die Kostüme waren klasse, unter anderem. Also Musik, da war wirklich, man hat mal ab und zu einen kurzen, was Kurzes gehört oder halt permanent der Wind von draußen. Ja. Das war nicht schlecht und spannungsaufbauend war es allemal. Ja, auf jeden Also für Fall. die Zeit, sage ich mal, Genau, eine und neue. halt, wie gesagt, den Unsichtbar-Effekt für die Zeit, wie der Das dargestellt ist war. wirklich unglaublich. Da Da war gebe ich ich total erstaunt. Wie gesagt, ihm. bis auf zwei Fehler, die ich selber bemerkt habe, habe ich auch die ganze Zeit geguckt, wow, wie haben sie das hingekriegt? Also da gebe ich eine 9. Ich gebe eine 9,5. Gut. Dann haben wir den Trash-Faktor. Genau, der Trash-Faktor, ich würde mal sagen, den in der Gesamtwertung natürlich ist ein bisschen komisch. Also wenn der Film wirklich purer Trash ist, würde ich sagen, geben wir eine 1. Wenn er allerdings guter Trash ist, geben wir eine 10. Also so auf dieses ein bisschen. Ja. Deswegen würde ich hier eine 8 geben. Da schließe ich mir dir voll und ganz an. Es ist Ja. wirklich. Also an manchen Stellen hat man sich echt an den Kopf gefasst, wie die agieren. Und Entschuldigung, es ist ein einzelner Mann und sie
verzweifeln dann, nur weil er unsichtbar ist und jemanden festhält. Das war so. Ja, und es war auch einmal eine Rede von 100.000 Polizisten. Ja, 100.000 Polizisten wurden abgestellt, um ihn aufzuhalten. Die sind mit Netzen rumgelaufen sind und so. Ja. Also allein für die Ideen, wie sie diesen Unsichtbaren aufhalten sollen, das war absolut herrlich. Boah, der Hammer, ja. Ja. Spaßfaktor. Spaßfaktor ist unser letzter Punkt, genau. Weil es gibt ja, bei solchen Filmen gibt es ja welche, wo man sich einfach nur noch an den Kopf fasst und denkt, Gott, ist das schlecht. Gott, ist das mies. Ich sag bloß The Big Ja, Lebowski, da kommen wir vielleicht nochmal drauf zurück, wenn wir uns den genau. nochmal antun wollen. Ja. Ja. Und es gibt ja die Filme, wo man einfach nur lachen muss. Da fällt mir zum Beispiel als Beispiel Plan 9 vom Outer Space ein, den wir uns auf jeden Fall auch angucken müssen. Den musst du dir antun. Genau, also bei Spaßfaktor würde ich auf jeden Fall eine 9,5 geben. Ja, also Spaßfaktor, er war sehr unterhaltsam. Ja. Wir haben uns zwar auch oft an den Kopf gefasst, Ja, vor allem wie gesagt bei dem aber vor Junkwirt. Lachen meistens. Ja, Es meistens war vor wirklich der Lachen. Hammer. Ich gebe da einfach eine 10, weil ich den Ja. so unterhaltsam fand. Ja, und damit haben wir unsere Bewertung abgeschlossen. Die findet ihr wie immer unten im Video. Genau. Könnt uns ja mal ein paar Filmvorschläge geben. Genau, da würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen. Ein paar Ideen haben wir auch noch, zum Beispiel den teuersten Trashfilm aller Zeiten habe ich auch noch zu Hause, machen wir auch noch. Ja, wir haben auch noch ein paar Filme bei uns in den Regalen Ja. stehen. Ja, Da gut. sollte ich lieber nicht drüber Ja. reden. Ah, ich wünschte, ich hätte mehr Regale, dann könnte ich mir mehr Filme kaufen. Das. Genau. Und dann verabschieden wir uns jetzt mal für Für den vorerst. Moment. Für den Moment, genau. Wir sehen uns und hören uns auf jeden Fall wieder. Genau. Bleibt uns treu, ihr beiden. Genau. Macht's Und ihr gut. Lappen. Und ihr Lappen vor allem. Macht's gut.